So Leute, wir wollen jetzt Corona-gerechte Taufe feiern morgen. Das Wichtigste ist dabei dieser Zollstock, denn wir müssen 2 Meter Abstand immer haben zu Personen, die nicht in einem Hausstand leben. Also die Kirche sagt 2 Meter, der Staat 1,50, aber wir sind ja natürlich gesetzestreu. Früher nannte man die Pharisäer. Und ein wichtiges Punkt ist dieses Abklebeband, denn jeder, wenn der Taufe verändert, kriegt dann sein zugewiesen sein Kästchen, wo er stehen kann. Hier steht der Pate, es gibt also einen Pate, der nicht zur Tauffamilie gehört. Und die Tauffamilie sind ein Hausstand, die müssen also hier stehen und dürfen da dann sein. Die Taufkelle, und die liegt auch schon bereit. Und hier, Leute, haben wir jetzt nochmal abgeklebt für den Paten wieder. Wenn Segen, muss der ja nun wieder 2 Meter Abstand zu mir haben. Und hier steht die Tauffamilie, ein Hausstand, der also auch wieder 2 Meter Abstand haben muss zu mir. Das ist was ganz Besonderes hier. Die Taufkerze, die wird angezündet und dann kann ich ja nur in die Hand geben, jetzt ist mein Arm ohnig. Und deswegen haben wir sie hier reingesteckt und dann nimmt der Taufvater, der nimmt die dann wieder raus und also hier, zack, und gibt es an seine Familie weiter. Also ganz, alles sehr interessant und schwierig. Und hier seht ihr das jetzt, 4, das ist die Tauffamilie, ein Hausstand, dürfen, sind alle sich verseucht. Dann kommt die nächste Familie mit dem Paten und hier sitzt der Kirchdienst, seht ihr, 2 Meter, 2 Meter. Und hier wieder die nächste Verwandtschaft. Und da auch nochmal die Tante. Also es gibt ja immer so eine Tante, die man noch so mitbringt. Und dann seht ihr das schon hier insgesamt 14, 15 der Kirchdienst. Und oben auf der Empore, da ist dann die Musik. Und diese haben wir also auch noch ausgegliedert. Und die sind aber unter 6 Mann, sodass wir also dann ganz ordentlich die Taufe feiern können. Und das hier, das haben wir dann eben auch alles schon bereitgelegt. Also jetzt wisst ihr, wie man einen Corona-gerechten Gottesdienst feiert und alles einhält, was man so einhalten kann. Ja? Also nochmal hier im Kreis und immer die 2 Meter, ganz wichtig und abgeklebt, wo man sich das noch ändert. Und dann habt ihr das alles ordentlich.